der Tradition studiert habe. Es wird von mir verlangt, dass ich überzeugt bin. Es ist wie der Arzt, der Bedenken gegen eine Operation hat, der Patient aber bereits die Verzichtserklärung unterschrieben hat. Stell dir vor, ich wäre ein Christ und eine muslimische Armee marschiert ein. Sie nehmen meine Mutter mit. Meine Mutter, während ich Christ bin. Sie machen sie zu einer Sexsklavin. Siehst du? Eine Dienerin. Und ich schließe... Er denkt darüber nach, weil er denkt sich so, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir ziehen also los, greifen christliche Dörfer an und erbeuten dort die Frauen auch von irgendwelchen Männern, die Mütter. Und dann nehmen wir sie als Sexsklavin und dann rufen wir nach Gerechtigkeit. Ja, wir sind die Letzten, die nach Gerechtigkeit rufen dürfen. Ich nehme mich zum Ende der Nacht ihr an. Wie könnte ich als Christ in Islam eintreten, während ich sehe, wie meine Mutter vor meinen Augen gezwungen wird? Siehst du? Weißt du, was unser Problem ist? Wir wägen Schwierigkeiten nicht hinsichtlich ihrer Auswirkungen ab. Denk mal, das passiert uns. Ich weiß nicht, ob du mit dem bisher Gesagtem einverstanden bist. Stell dir mal vor, das passiert mit Schwierigkeiten nicht hinsichtlich ihrer Auswirkungen ab, falls uns das passieren würde. Unser Problem ist, dass wir unsere Angelegenheiten, unsere Interessen immer höher gewichten. Ja. Die Gelehrten sagen immer, man soll dies nicht unter die breiten Bevölkerung beitreten. Siehst du? Sie sagen, nein, versteck es. Also es ist nicht bitte nicht ansprechen. Bitte diese komischen Themen im Islam nicht ansprechen. Kehr das unter den Teppich. Unterschiedliche Meinungen zu vermitteln, gib ihnen nur eine. Hier, bitteschön, hast du nur eine. Ist dir klar, dass wir Katastrophen in unseren Rechtsbüchern haben? Es gibt viele, aber die Gelehrten wollen nicht darüber diskutieren. Ja, siehst du? Es gefällt ihnen noch es nicht, gefällt dass wir mit den Leuten darüber diskutieren. Es gefällt ihnen nicht, was Rob Christian uns zeigt in den Fiqh-Büchern. Es gefällt ihnen nicht, dass man auch in den schiitischen Büchern diesen ganzen Wahnsinn findet. Die Muslime möchten das am liebsten unter den Teppich kehren. Aber im Zeitalter des Internets geht's leider nicht mehr. Und wenn sie es mit Leuten besprechen, sagen sie, dass du Menschen dazu bringst, am Islam zu zweifeln. Nein! Das steht in den Büchern des Islams, wenn es einen Hadithen gibt, der besagt, dass der Prophet mit einer Wäsche um seine 9 Frauen herumgegangen ist und sie erwähnen es zufällig, dann erwidern Scheiks und Gelehrte, sehe keinen Zweifel am Islam, aber es steht doch in den Büchern des Islams. Wenn jemand mit dem Hadith des Propheten zu mir kommt, indem er sagt, Zitat, mein Herr erhält mich und nährt mich, und in einem anderen Hadith heißt es, Zitat, dass er sich aus extremem Hunger einen Stein um den Bauch binden würde. Das steht in den Büchern des Islam. Warum fürchtest du die Menschen? Das steht da. Und es gibt viele Themen, die die Religionsgelehrten geheim halten wollen. 90%, sie haben Angst. Bei Gott, sie haben Angst, diese Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil was passiert, wenn auf einmal Imame, Schiuchs, diesen ganzen Wahnsinn in ihren Büchern uns allen zeigen? Wir würden einen erheblichen Zweifel am Islam bekommen und sagen, diese Religion muss auf der Stelle aufgehalten werden und die Leute müssen aufgeklärt werden. Der Islam ist der allerletzte Satanskult. Ganz die einfach. So lange raus. Also kein Mensch mit normalem, gesunden kein Menschen. Kein normaler Mensch würde mehr den Islam akzeptieren und sagen, das ist der allerletzte Lügenkult, Mann. Ich meine, solche Sachen sind ja auch der Grund, wieso ich sage, ich kann da niemals im Leben wieder zurück. Ne? Ich führe zwar oft Debatten mit Muslimen und so, aber ich kann da nicht niemals wieder zurück. Ich zum Islam zurück. Niemals, Mann. Wie denn das auch? Also, ich kann das ja nicht mit mir vereinbaren. Ich bin doch auch ein Mensch mit Prinzipien, mit Werten, mit natürlich Ehre. Natürlich Moral, Ethik, ja? Anstand. Das ist der Islam hat gar nichts davon. Nichts. Na mal weiter, guck dir das mal an. Ich habe mir immer gewünscht, dass Menschen mit extremen Ansichten ihre Meinungen zu Themen offen äußern. Wow. Also der meint uns. Mit Leuten, die sich trauen, ihre Meinung kundzutun und das allen zu zeigen und das öffentlich zu machen. Weil es gefährlich ist, sowas. Hi, ich habe mir immer gewünscht, dass Menschen mit extremen Ansichten ihre Meinungen zu Themen offen äußern. Sie würden nicht weitermachen können, weil sie auf einer intellektuellen Tradition aufgebaut haben, die Katastrophen mit sich trägt. Stellen Sie sich einen Moment vor, dass du jemanden fragst, welches Urteil gilt für einen Muslim, der in seinem Land einen Christen tötet? Was? Ja, welches Urteil gilt denn, wenn ein Muslim in seinem Land einen Christen tötet? Das ist eine super Frage. Wird Ihrer Meinung nach die Reaktion sein? Er wird nicht für immer in der Hölle bleiben. Nein. Er wird schließlich das Paradies betreten. Paradies. Aber er darf nicht getötet werden. Er darf nicht getötet werden. Guck mal. Warum?
Weil er ein Muslim Weil ist. ein Muslim Und ein ist. Muslim darf nicht im Gegenzug für einen Ungläubigen und Undankbaren getötet werden. Siehst du? Richtig. Wenn ich also nach Europa reisen würde und ein Christ würde mich töten und der Richter sagt daraufhin, okay, bezahl das Blutgeld. Aber wir werden... Siehst du, stell mal vor, ein Muslim kommt hier hin, der Christ tötet den Muslim und der Richter ordnet dich an, aufgrund dieses Mordes ihn auch zu töten. Er sagt, ja gut, dann bezahl mal Geld, dann ist das okay, das ist sowieso ein Käfer. Das war so ein kleiner Muslim, kein Thema. Unglaublich, ey. Lebensversicherung. Das ist ein Satanskult, Mann. Unglaublich ist das. Nicht hinrichten. Warum? Weil er ein Christ ist. Was ist deine Meinung dazu? Wir messen diese Probleme in unseren Köpfen nicht aus einem anderen Blickwinkel. Wir messen die Probleme nur anhand des persönlichen Interesses. Die Gelehrten sagen, dass man im Land des Islams keine Kirchen bauen sollte. Ihr Ketzer, ihr Heiden, werden sie beschimpft, während wir Moscheen in Europa beanspruchen. Wir werden wütend, wenn wir keine Moscheen bauen dürfen. Die Muslime werden hier wütend, wenn die keine Baugenehmigung bekommen und so. Aber im Gegenzug erlauben die Nutzschutz in ihren Ländern, dass man Kirchen bauen darf. Wie diese Ungerechtigkeit, heftig, ne? Das macht ja auch keinen Sinn mit dem das macht ja auch keinen Sinn, dass man Kirchen bauen dürfte, weil man darf ja keine Kreuze aufhängen, man darf keine Glocke messen. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, wenn ein Muslim hier reinkommt und mir diesen Vorwurf macht, man sollte doch alle Religionen respektieren, haben die überhaupt keine Ahnung, was der Islam überhaupt für eine Religion ist? Das habe ich vorhin auch schon zu haben, die gesagt haben. Das ist nämlich die intoleranteste Religion gegenüber allen anderen Religionen. Das habe ich vorhin erst noch zu Hamdi gesagt. Ich war gerade mit Hamdi live, ich habe gesagt, Hamdi, wie soll ich denn dein Buch respektieren, wenn dein Buch mich von Grund auf schon nicht respektiert? Ja, nicht respektiert, genau. Wie soll ich denn da Respekt zeigen? Der Islam zeigt doch gar keinen Respekt gegenüber Andersdenkende, andere Religionen. Ist doch Quatsch. Ja, sie sagen, kann hier hinkommen und sagen, ja, was hältst du da? Der Islam ist doch eine Hetze, Mann. Sie sagen, dass der Herr Jesus Christus nie gekreuzigt worden ist, dass wir alles Götzenanbeter sind, wir sind alles Muschrikun und sogar untereinander beleidigen sie sich als Munafikun und als Mutter. Du siehst ja, wie Katastrophe das Ganze ist. Und wo artet das aus? In einem physischen Kampf. Und da merkt man, dass der Satan wütet. Pass mal auf, hör mal zu. Die Gelehrten sagen, vertreibt die Polytheisten von der arabischen Halbinsel. Warum hat Abu Bakr sie nicht von der arabischen Halbinsel vertrieben? Hat er den Hadith nicht gehört? Warum hat Umar sie nicht von der arabischen Halbinsel vertrieben? Hat er den Hadith nicht gehört? Was ist damit, dass kein einziger Begleiter den Hadith gehört hat, um ihn an Umar, Uthman oder Ali zu erinnern? Sie fragten, warum sie weiterhin Polytheisten in der arabischen Halbinsel geduldet haben. Entgegengesetzt dem, was der Hadith sagt, kein einziger ihrer Begleiter erinnerte diejenigen daran, die es vergessen hatten oder sich dessen nicht bewusst waren. Wo ist der Rat für den Wächter? Wenn ich ein Begleiter bin und den Hadith gehört habe, wo ist mein Rat an den Wächter? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, denen gesagt wurde, vertreibt die Polytheisten. Warum haben sie den angeblichen Willen des Propheten nicht ausgeführt? So oder so würde man die Sahaba am Ende herabwürdigen. Entweder haben sie dem Kalifen keinen Rat gegeben oder sie haben den Hadith nicht gehört. Aber wie ist dieser Hadith dann zu uns gekommen? Wie wurde uns dieser Hadith übermittelt, ohne dass Abu Bakr, Umar, Uthman oder Ali davon entdeckt? Siehst du? Es gibt viele solcher Fragen. Habt ihr das gesehen? Warte! Teil 2. Es gibt viele solcher Fragen. Wenn sie tief in die Katastrophen eintauchen würden, Religionsgelehrte versuchen zu verbergen. Hörst du das gut? Hört ihr das gut? Heute die religiösen es geht, vorhin war es besser. Weil wir nicht ehrlich zu uns selbst sind. Unsere privaten Diskussionen unterscheiden sich von unseren öffentlichen Diskussionen. Einer von ihnen wird kommen und sagen, dass sie dem gesetzlichen Vorwurf gehorchen müssen. Immer noch nicht. Der religiöse Meinung Herrscher. Ich mach das, weil ich bin gerade am Fahren. Ja. Du musst dich auch generell so. Du bist zwar sehr gut im Fach. Weißt du, wie heftig diese. Das war eine Live-Show vor zig Hunderttausend von Menschen, die gerade zugeguckt haben in der arabischen Welt. Die waren fassungslos, dass der sowas sagt. Der Islam ist sich komplett am Zerfallen. In der arabischen Welt ist das nur noch eine Nebensache geworden, Mann. Ja, deswegen finanzieren sie auch wahrscheinlich viel aus diesen Ländern im Ausland, dass hier viele Prediger unterwegs sind und so, dass sie halt natürlich, die Menschen... Ja. Das ist katastrophal, ist das. Das ist ein politisches System, das ist ein Kampfmittel.
Siehst du also eine Ungerechtigkeit gegenüber Andersgläubigen, Andersdenkenden? Was soll ich denn sagen, wenn man jemanden töten darf in einer Religion, nur weil er einer anderen Konfession angehört? Und das ist ja Katastrophe, ist das. Ja, aber das Problem ist, das Gesetz Mose schreibt ja vor, dass jemand, wenn jemand jemanden tötet, aufgrund dieses Mordes selber getötet wird. Das ist ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber da macht Mohammed eine Ausnahme und sagt, nein, 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 das Blut eines Muslims darf nur in drei Fällen vergossen werden. Wenn er Zina macht oder wenn er quasi, sag mal schnell, die Religion verlässt. Religion, Zina. Und da war noch eine Sache. Was war das nochmal? Wenn er einen anderen Muslim tötet, einen Muslim, wenn ein Muslim einen Muslim tötet, dann darf er dann getötet werden. Aber wenn ein Muslim einen Nicht-Muslim tötet, so heißt die Regelung, er darf nicht im Gegenzug genauso getötet werden, sondern er muss ein Blutgeld bezahlen, ein Schuldgeld bezahlen. Wahnsinn, ne? Ja, die denken Da auch, sieht man man mal kann die mit ein paar Falschheit Dollar dahinter, alles ne? regeln. Als wenn ich das Blut meines Bruders zum Beispiel mit so 100, $500 oder so gerechnen würde, ne? Das ist ja Ja. Katastrophe, ist das. Wahnsinn, ne? Also in drei Fällen siehst du, dass Mohammed sagt, das Blut eines Muslims darf vergossen werden. Wenn er einen Mord begeht, einen Muslim tötet oder Zina oder die Religion verlässt, dann darf das Blut eines Muslims vergossen werden. Ansonsten nicht. So eine Katastrophe ist das. Ja, vergleich das jetzt mal mit anderen Regimen. In der NS-Zeit musste denn dort ein Soldat umgebracht werden, wenn er sich an einem Juden vergangen hat? Nein. Nee, natürlich nicht. War das bei der Siehst Mao-Regierung? Musste die du, wie nah Mao-Regierung der nicht? Islam ist? Also du siehst, wie nah der Islam dem. Ja, ich weiß, das ist, der Hamid Abdelsamad sagt das ja auch. Islam ist ein faschistisches Regime. Und das ist die Wahrheit. Ja, dann siehst du mal, dass ich jetzt mit diesem ganzen Wahnsinn, was ich herausgefunden habe, so jetzt hier nach TikTok komme, YouTube alle aufgeklärt habe und die Muslime halt immer noch so voll fassungslos sind. Was macht er da? Anstatt die selber darüber nachdenken und sagen, ey, das ist keine normale Religion mehr. Da stimmt doch irgendetwas nicht mit dieser Religion. Aber Gott sei Dank gibt es viele, 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 zigtausende, die sich Gedanken machen und den Islam verlassen haben und auch eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, Gott sei Dank. Da haben mich aber auch dir was zu verdanken, weil wenn ich dich nicht gekannt hätte, schon als Jugendlicher, dann hätte ich auch niemals im Leben richtig darüber nachgedacht. Gott segne dich. Das hast du super gemacht. Ich war ja als Kind, ich kenne dich ja schon seitdem ich so 12 bin ungefähr, da war ich ja voll geschockt und da war ich ja so ein bisschen radikal im Schädel so und da habe ich mir immer gedacht, was redet der da und so, das ist doch unser Prophet und das ist doch der beste Mensch gewesen und so, wie kann das denn sein? Aber bis ich mich dann selber damit beschäftigt habe. Ja. Das ist unfassbar, ist das. Ja, mir tun halt die Menschen leid, die darunter leiden müssen. Ne? So viele Menschen leiden darunter, ohne dass sie das mitbekommen, was der Islam mit ihrer Gesellschaft getan hat, mit ihrer Kultur getan hat. Ja. Warte. Ja. Beziehungsweise Fatwa des Eroberers hegt. Die Revolution bedeutet für jedes Land heute, dass man dem Wächter gehorchen soll, wenn er stark ist. Aber wenn der gesetzliche Vormund schwach wird und jemand in der Lage ist, den gesetzlichen Vormund zu stürzen, dann gilt die Entscheidung des Bezwingers. Und wie lautet die Entscheidung des Bezwingers? Gehorchen Sie der stärkeren Partei, um das Blut der Muslime zu schützen. Wo bleibt der Gehorsam gegenüber dem Vormund? Wo ist die Loyalität? Sie sind ganz leise. Die meisten religiösen Männer unserer Zeit sind gegen den Bau von Kirchen auf der arabischen Halbinsel. Ja, sie sammeln Spenden, um Moscheen in Europa zu bauen, aber sie können nicht sprechen. Sie haben religiöse Vorstellungen. Oftmals werden diese Leute sagen, dass die Schiiten eine religiöse Vorstellung hätten. Aber ich sage Ihnen, wir haben ebenfalls religiöse Vorstellungen. Die Entscheidung, für die Nationalhymne zu stehen, ist religiöse Vorstellung. Nein, wir haben sogar eine Mischa-Ehe. Das bedeutet, eine Art Ehe zu haben, wo der Mann eine zweite, dritte oder vierte Frau heiratet und die Frau sich in einer Situation befindet, die sie dazu zwingt, bei ihren Eltern oder einem von ihnen in ihrem eigenen Haus zu bleiben und der Ehemann zu unterschiedlichen Zeiten zu ihr geht, je nach ihren Umständen.
Eben auch schon. Das sind Zeiten unter dem Deckmantel der Prostitution mit seinen Bedingungen für zulässig, während er, Ibn Aschur, einer der Führer in der sunnitischen Welt ist, Ibn haben Aschur. diese religiöse Vorstellung. Ich bin natürlich dagegen, aber wir haben diese religiösen Vorstellungen. Wenn ein Christ meine Mutter gefangen nehmen würde und ich müsste als Sklave arbeiten und er würde verlangen, dass ich seiner Religion beitrete, Gott hat sie zu unseren Sklaven gemacht. Nein, nein, mein Geliebter, niemand ist der Sklave eines anderen Menschen, obwohl dies in unserer Tradition liegt. Nun zu deiner Frage. 90% der Probleme werden von Religionsgelehrten verheimlicht. Verheimlicht. Wörter an den richtigen Stellen verändern. So. Koran Kapitel 5, Vers 13. Und sie lügen. Bei Gott, sie lügen. Für sie ist es also normal, Abu Suleiman. In einer Live-Show und der ist ausgerastet. Der wusste gar nicht mehr, dass die Kameras an sind. Aber heftig, ne? Wie Wir ehrlich die da gewesen sind. brauchen Ehrlichkeit untereinander. Aber viele religiöse Männer wollen diese Ehrlichkeit nicht. Und sie sehen, jeder, der sich ihrer Absichten widersetzt, gilt als Feind des Islams, obwohl sie die größten Feinde des Islams Ja. sind. Bei Gott, die meisten von ihnen können ihre eigenen Rechtsprechungen in einer Live-Sendung nicht verteidigen. Bei Gott, das können sie. Das Stillen eines Erwachsenen zum Beispiel. Still eines Ja, Erwachsenen. Probleme, welche Menschen Der ansprechen. spricht das an, hör mal, der spricht das an, mitten in einer Live-Show von Hunderttausenden von Zuschauern. Die Leute, die Religion verlassen. Und was machen die Religionsgelehrten? Sie verbergen diese Sie Probleme. vermerken das. Zum Beispiel, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, das der Intellekt ablehnt, erhält eine Fatwa, die der Muslim nicht akzeptieren würde, geschweige denn ein Nicht-Muslim. Er, der Gelehrte, verbirgt es. Und ein Hadith, den der Intellekt nicht akzeptiert, den verbirgt der Gelehrte ebenso. Ja. Warum? Um des Volkes Gnadens willen. Ja. Anstatt zu sagen, ich werde es prüfen und den Koran zum Richter machen, als Barmherzigkeit gegenüber den Menschen. Nein. Stattdessen sagt der Gelehrte, lasst uns das bewahren und verstecken. Der Grund dafür ist, dass sie wissen, wo das Problem Siehst liegt. du? Der Grund dafür ist, es geht darum, dass sie alle anderen Quellen in den islamischen Traditionen dem Koran gleichgestellt haben. Und Unfassbar. dass sie alle anderen Quellen in der islamischen Tradition zu einem Richter über den Koran gemacht haben. Und sie haben den Koran nicht zum letzten Richter gemacht. Allah hat den Koran herabgesandt, damit wir uns auf seine Entscheidungen verlassen können, um uns Klarheit zu verschaffen. Das ist heftig. Ne? Ja, der wurde direkt rausgeschmissen. Der wurde exkommuniziert, hat seinen Titel verloren und darf auch nicht mehr in dieser Live-Show mehr predigen. Ja, ich kann aber auch dann die arabische Welt da verstehen, dass sie mit so jemandem nichts zu tun haben wollen, weil sie verbergen ja auch sehr vieles aus ihren Schriften, ne? Die Ja, wie meisten. unehrlich kann man sein, wenn doch der Islam so einen Wahnsinn beinhaltet? Warum ist man da nicht ehrlich genug und sagt, ich will mit diesem Wahnsinn nichts zu tun haben? Das verstehe ich ja auch nicht. Ich glaube, das ist aber die Angst vor ihrem Gott, ne? Ja, nicht nur das, die haben auch Angst, getötet zu werden aufgrund ihres Abtrünnigkeit im Islam. Ja, das ist ja aber wieder zu erklären Ich habe ja mit gesagt, ich habe ja gesagt, lass uns einmal einen Test machen. Nimm einmal für eine Woche das Töten eines Abtrünnigen im Islam weg und mal gucken, wie viele noch im Islam bleiben, wenn sie öffentlich so zugeben dürfen, dass sie den Islam verlassen haben. Was meinst du, was hier los wäre? Ich Nur denke, einfach die Todesstrafe wegnehmen. Dann wirst du sehen, ob der Islam noch bestehen bleibt. da werden wahrscheinlich nicht mehr so viele bleiben, aber diese Keiner! Also die ganze arabische Welt sowieso. Die würden sagen, oh, die würden Party feiern. Sie feiern ja auch so oder so schon Partys, aber meistens immer nur versteckt, ne? Das ist ja das Ja. Problem. Ja, gib denen nur ein bisschen Freiheit. Entscheidungsfreiheit. Möchtet ihr den Islam? Ja oder nein? Mal gucken, wie viele sich entscheiden. Ja, ich bin ja sehr dankbar, ne, dass ich hier leben darf, weil nur so konnte ich hier überhaupt meine Meinung entfalten. Das ist unglaublich, dass Leute wie du bedroht werden, die nennen dich Islamhasser, wobei du halt eben, natürlich muss man mal nebenbei lachen, wenn man liest, dass das Brustnuckeln eines Erwachsenen okay ist. Da lache ich halt drüber, ja. Das meine ich ja nicht böse. Aber als Ja. Mensch muss ich halt eben darüber lachen, weil das für mich absolut Sinn macht. Natürlich, das ist Wahnsinn ist das. Gerade der Sinn Die dahinter, so machtarm zu werden. Muslime haben ein Problem damit, dass man
einer Frau nicht die Hand geben darf. Aber es ist okay, dann die Brüste der Frau in den Mund von einem anderen reinzustecken. Das muss es immer geben. Besser hätte ich das nicht sagen können. Genau darauf wollte ich ja hinaus. Die sagen ja, die machen am Ehe, dass sie nicht heiraten können, dass sie halt nicht miteinander schlafen, etc. Ja, aber die Brust kannst du dann geben vorher, oder was? Was für Schwachsinn ist das? Ja, dann siehst du mal, wie heftig das Ganze ist. Das ist der Wahnsinn, ist das, Mann. Ist so unglaublich, ey. Ja. Ich glaube, ich beende jetzt erstmal den Livestream. Ich glaube, ich komme dann später wieder live oder was, ne? Alles klar, Dr. Scher, Tabakdose, Dr. all. Scher, Abu Amin mit seinem besten Tabak für euch. Ich liebe dich, mein Ah, Mann. Vielen Dank für deine Arbeit. wo ist denn mein Bruder hin? Wo ist denn diese Abo-Hetzerei hin? Der ist Der auch nicht mehr da. Abu Reza al-Irani. Abureza al-Irani. Der größte Hetzer von ganz TikTok. Unglaublich, ey. Aber ja, wenn du dann jetzt offline gehst, dann gehe ich jetzt auch schon mal raus. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche allen Gottes Ja, Segen. danke dir auch. Danke, dass Bitte du auch vergleichen. selbstkritisch auch nachdenken kannst, auch dir eingestanden hast, dass mit dem Islam etwas nicht stimmt, und dass du selber eine Entscheidung rausgetroffen hast und für den Herrn Jesus Christus. Wundervoll. Vielen lieben Dank für deine Worte, mein Bruder Herz. Möge der Herr dich segnen. Halt dem am Herrn Jesus Christus fest. Amen. Halleluja. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist Gott sowieso. segne dich, mein Lieber. Deswegen, ich sage immer, nichts anderes macht für mich mehr Sinn. Ne? Ich habe so ein Lebensheil wieder zurück. Ich habe mein Leben wieder zurück. Ich lebe wieder. Ich lache jeden Tag. Ich bin Halleluja. unterwegs. Halleluja. Ich wünsche dir noch einen Komm, wunderschönen lass uns noch ein Abschiedsgebet machen und dann beenden wir den Stream. Möchtest Sehr du beten gerne. oder soll ich beten? Bete du bitte. Okay. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich trete vor dir her und möchte dir als allererstes meinen Dank aussprechen, Herr, dass du uns führst, Herr, dass du uns längst leitest und dass du uns zeigst, was es heißt, wahrhaftig standzuhalten, Herr, egal was auf uns zukommt, Herr. Denn du hast ja uns vorbereitet darauf, dass Menschen uns hassen werden aufgrund, ja, deiner Zugehörigkeit, dass wir zu dir gehören, Herr. Und wir möchten keinen Millimeter zurückweichen, Herr Jesus Christus. Wir möchten dir dienen und zu dir stehen, Herr, vor dieser ganzen Welt und deinen heiligen Namen bekennen, Herr Jesus Christus. Hab Dank, Herr, was du alles getan hast, was du am Kreuz für uns getan hast, das größte Werk. Du hast den Satan kaputt gemacht, Herr Jesus Christus. Du hast ihm den Kopf zertreten und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du ihn gezeigt hast und ihn in seine Schranken gewiesen hast, Herr. Dass du am Kreuz alles bezahlt hast, was wir eigentlich hätten auf uns nehmen sollen. Ich kann dir gar nicht oft genug Danke sagen, Herr. Danke auch für die ganzen Geschwister, die hier drinnen sind. Danke für die Muslime, Herr, dass du sie hier reinholst, dass wir mit ihnen reden können. Danke auch, dass du uns weiterhin benutzt, Herr. Benutze uns so viel, wie du möchtest, Herr Jesus Christus. Lass uns zu deinen Geschöpfen, lass uns deine Geschöpfe sein, die bereit sind, wirklich auch für dich Leid aufzunehmen, Herr Jesus Christus. Und den Menschen deine Heiligkeit auch zu predigen, Herr. Du bist das Allerschönste, was wir in unserem Leben haben, Herr. Und dir zu dienen ist eine Ehre, Jesus Christus. Bitte segne die Muslime, bitte segne uns alle, Herr. Und lasse noch so viele Menschen wie möglich zu dir finden, Herr Jesus Christus, und gewähre ihnen deine Gnade. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Halleluja, Amen. mein Bruder. Vielen lieben Dank für das Gebet. Ja, gerne. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Gottes Segen. Segen. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, egal wie schwer das Ganze auch erscheinen mag. Aber der Herr hat es verdient, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ja, durch den Tal dieser schrecklichen, ja, Fallen auch des Widersachers zu gehen. Ne? Aber mit dem Heiligen Geist in euch werdet ihr auf jeden Fall den Weg beschreiten. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Nein, ich muss jetzt ein bisschen raus. Jetzt ist auch genug. Jetzt ist auch genug. Dr. Scherer war heute live. Genug live, okay? Ich gucke, dass ich heute Abend eventuell live komme oder eventuell dann wieder morgen, ne, so Gott will. Ich liebe euch, bis morgen oder bis später, so Gott will und wir noch leben. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ciao.